Hallo, ich bin der Schorsch, ein seltener Bläuling. Ich zeige euch meinen Schmetterlingssteig im Diemeltal. Ja, schau mal, Christa und Rainer kommen mich besuchen. Die beiden lieben die Natur genauso wie ich. Und sie wandern so gerne durch meine Wacholderheiden. Das Diemeltal liegt an der Landesgrenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen. Auf 152 Kilometern durchläuft der Diemeltaler Schmetterlingssteig kleine schmucke Ortschaften und Städte. Mal ist man unten im Tal, mal weit oben. Das sind meine Freunde Leo und Luna mit Opa Werner und Oma Hannelore. Die vier wohnen ganz in meiner Nähe und erkunden gerne die Heimat. Leo und Luna beobachten am liebsten die Schafe und Ziegen, die meinen Lebensraum, den Kalkmagerrasen, beweiden. In der Tat ist die Beweidung durch Schafe und Ziegen ein enorm wichtiger Aspekt. Seltene Pflanzen gedeihen hier, die von ebenso seltenen Schmetterlingen zum Überleben benötigt werden. Die artenreichen Kalkmagerrasen werden regelmäßig wissenschaftlich untersucht. Aus dem sogenannten Monitoring können die Forscher unter anderem klimatische Veränderungen erkennen, aber auch dafür Sorge tragen, dass möglichst viele Arten erhalten bleiben. Denn Artenreichtum sichert unser Überleben. Besuchen Sie uns doch einmal. Ich freue mich schon auf euch. Bin jetzt schon Feuer und Flamme.